Also härter bist du auf jeden Fall erstmal geworden. Es lief nicht so optimal. Das habe ich dem Bürger aber noch nicht gesagt. Ich habe ein bisschen Blähbauch. Ah nee, Wachsbauch. Was sagt der Herr Luther? Monsieur Büffelhüfte ist am Start. Ach Quatsch, ja, du hast eine riesen Büffelhüfte. Aber wir werden ja gleich die Zange mal sprechen lassen. Ansonsten bist du zufrieden, sowas denkst du, es sind noch 3 Wochen bis zur FIBO. Dein Oberkörper und dein Unterkörper, die passen nicht zueinander. Das höre ich natürlich gerne als Bodybuilder, der auf Symmetrie steht. Beim letzten Mal hatte ich noch 131 und am Anfang hatte ich 138,8. Was schätzt du, wie schwer ich heute war? Für den Wettkampf machen wir drei Wochen noch länger. Und dann lieferst du da ab. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich bin hier beim Birk Luther in der XXXL-Schmiede in Berlin. Wir machen nach 4,5, 5 Wochen wieder einen Formcheck, um zu sehen, wie mein Kadaver jetzt mittlerweile aussieht. Der hat mich wieder genötigt. Ja. Da wieder hinzugucken. Wir haben uns vorher schon mal das Video angeguckt vom letzten Formcheck, damit du quasi auf dem Laufenden bist. Du hast ja gesagt, du bist ja schon über 50. Da merkt man sich Sachen nicht so. Ich habe das auch schon in meinem Alter. Ich habe dir nicht gesagt, wie schwer ich bin oder irgendwas, um irgendwas zu spoilern. Sag es auch euch nicht, sondern jetzt wollen wir einfach mal wirklich mit dem Auge schauen, wie sieht's aus. Übrigens hier ist Mydodox ist natürlich wieder am Start, habe ich nachher noch eine ganz wichtige Info für euch. Aber jetzt muss ich mich erstmal aussehen. Ich bin tierisch aufgeregt. Am liebsten würde ich mich vorher aufpumpen, um das Gesamtbild ein bisschen besser zu machen, aber haben wir die letzten Mal auch nicht gemacht und deswegen, ja, naja, und immer für gleiche Bedingungen sorgen. Auf jeden Fall bist du noch genauso weiß wie beim letzten Mal. Okay. Also härter bist du auf jeden Fall erstmal geworden, das ist Fakto. Das werden auch die Zuschauer sehen, dass da mehr Härte drin ist. Wollen wir es riskieren, den Arsch freizusetzen? Aber dann kommen wieder deine Schweinsfalten da hinten und zirkeln. Meine Hängearsch. Ja, du hast da unterm Arsch so einen komischen Falten. Zeig mal nicht. Drück mal den Arsch nach hinten. Ja, kriegst ihn jetzt angespannt. Nicht zusammenkneifen, anspannen. Ja, von der Seite geht's ja. Naja, nee, von der Seite geht's auch nicht, weil kick dir das doch mal an. Kicke mal hier, komm mal her. Da siehst du seine Falten von der Seite. Ja, ich hab dich schon gesehen. Hast du schon gesehen, ja? Ja, ich weiß ja. Okay, okay. Aber okay. Fakt ist, du warte, bist. Warte, lass mich die Posen ein bisschen machen. Es ist ja für mich auch immer richtig spannend, im Nachhinein im Video zu sehen, was hat sich verändert. Ich habe vorhin in dem Video gesehen, vor 4, 5 Wochen, sah das auch schon gar nicht so schlecht aus, so gerade der Rücken. Deswegen bin ich natürlich auch, ja, aufgeregt einfach, ne? Mann, es lief nicht so optimal. Das habe ich dem Bürger aber noch nicht gesagt. Jetzt kannst du den Arsch anspannen. Jetzt, genau. Und Arsch anspannen, Beuge anspannen. Und lass mal den Bauch kontrollieren ein bisschen. Nicht so raushängen lassen, genau. Ich habe ein bisschen Blähbauch. Ja, ja. Ah nee, Wachsbauch. Vom Fressen kriegt man da keinen dicken Bauch. Ich gebe nur von Wachs. Okay, die von vorne haben wir. Nimm mal die Hüfte ein bisschen nach hinten. Du kannst ja so stehen, nach hinten, genau, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Noch weiter, die Hüfte nach hinten, genau. Ja, aber das Ding ist, wenn ich mich jemals auf der Bühne zeige, dann sind die Falten ja nicht mehr da, weißt du? Dann bin ich ja in Form, dann kann ich sie ruhig anspannen. Die Haut bleibt da doch trotzdem da. Nein, die darf da nicht hängen. Du musst da drin stopfen. Die Eier hinten mit reinstecken. Zieh mal die Hände noch weiter nach hinten unten. Ja, so genau. Ja.
Die Adern sind alle weg von heute früh. Ja, die Adern bewertet keiner. Die Muskeln werden bewertet. Und stehen. Puh, was sagt der Herr Luther? Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall bist du härter geworden. Ja. Ja. Das, was so an der Seite gehangen hat, vom Rücken her, vom unteren Rücken, ist wirklich nicht weg. Weg. Echt, ja? Ja, wirklich. Echt? Da ist nichts mehr, wo ich jetzt sage. Okay. Ja, merkst ja selber. Naja, ich finde, da ist aber noch richtig viel dran, ey. Monsieur Büffelhüfte ist am Start. Ach Quatsch, ja, du hast eine riesen Büffelhüfte, genau. Ja. Du hast da viele Muskeln, du bist so breit. Ja, du musst die Muskeln. Ja, ich meine ja nicht das, was hier, die Knochen, die kann man ja nur rausflexen. Aber hier, das meine ich halt, ne? Hier hängt halt noch ordentlich. Ja, aber wir werden ja gleich die Zange mal sprechen lassen und gucken, was die Zahlen sagen. Ansonsten bist du zufrieden, so was denkst du, es sind noch 3 Wochen bis zur FIBO. Ja, ich kenne dich ja nu. Ja, also jetzt vom Körper her. Ja. Du bist ja nun nicht Der Schönste, sag's ruhig. Ja, so ein Adonis in dem Sinne. Ja. Ja, du bist ja mehr der Powerlifter. Ja, der Brocken. Ja. Brocken. Nee, das nicht. Aber das Problem ist ja, wir haben das vorhin schon mal besprochen, ich will einerseits das Volumen bringen, weil für die FIBO, für die krasser finden, wenn man einfach ein bisschen voluminöser ist. Und nicht zu hart, gut, zu hart gibt's nicht, aber dass man so imposanter ist. Aber das Problem ist, sprichst du ruhig nochmal an, was du vorhin gesagt hast, das fand ich für die Zuschauer super wichtig. Ja, also wie gesagt, diese Sache mit der Härte und dem Volumen ist ja immer eine zweischneidige Geschichte. Ja. Wenn du hart bist, dann kannst du nicht das Volumen haben. Wir sind alle nicht die Profis. Ja, weil ein Profi, der kann das. Na klar, ja. der steht locker da, sieht aus wie Vollilof mit Wasser und spannt an und ist knüppelhart. Ja? Ja. Also der hat auch das Volumen. Ja? Aber wir als Amateure, wenn wir hart sind wir auch flach. Das ist so. Und damit musst du diesen Kompromiss musst du eingehen. Du musst sagen, will ich hart werden? Ja? Aber jetzt musst du dir die Frage stellen, willst du auf der FIBO mit freiem Oberkörper und Beine raushängen lassen und durch die Gegend rennen? Oder hast du da permanent ein Shirt an und wie auch immer? Oder präsentierst dich mal für eine Fotosession an deinem Stand? Das weiß ich auch gar nicht. Ne? Ja, deswegen, also ist es denn wirklich so wichtig, so ultra hart zu sein, wenn du danach einen Wettkampf hast? Ja? Dann, aber der ist ja erst in 6 Wochen. Also dann in 3 Wochen nach der FIBO wäre dann theoretisch ein Wettkampf. 3 Wochen später. Ja. Aber ich muss sagen, so für einen Wettkampf stelle ich gerade fest, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mich meinem Körper aufzugeilen oder meiner Trainingsleistung. Es ist nicht mehr so wie früher, dass ich sage, so ja geil, ich habe jetzt 190 in der Bank gedrückt, jetzt renne ich den ganzen Tag mit einer Erektion durch die Gegend. Oder oh, guck mal, mein Sixpack ist brutal. Oder ich wiege 130 Kilo und habe trotzdem Sixpack. Vor 10 Jahren hat mir das jemand gesagt, hätte ich wahrscheinlich... Das wäre unglaublich gewesen, aber heute ist es so, ja. Weißt du, was ich meine so? Ja, aber du gewöhnst dich ja an dich selbst. Wahrscheinlich ist das so. Man ist dann gewohnt, ne? Mhm. Gewöhnt. Ja, du weißt selber, du hast von vorne halt nicht die ausladenden Beine, die hast du halt nicht. Du hast einen riesen Brustkorb. Du hast einen riesen Brustkorb. Du bist schön breit in den Schultern. Ja, die Arme sind gut. Findest du? Ich bin schmal in der Schulter, erzähl doch nicht. Du hast einen schmalen Rücken. Okay. Du hast einen schmalen Rücken. Einen schmalen Rücken hast du auf jeden Fall, das weißt du auch. Aber du hast eine riesen Brust, ja? Du hast einen riesen Bauch, also Bauch jetzt als Muskelbauch, ja? Der ist sehr massiv. Ohne Großtraining. Und darum auch dieser, ich sag mal, Blähbauch, was der immer gerne gesagt wird, der Wachsbauch oder wie auch immer, keine Ahnung. Ja, das ist, weil da riesen Muskeln drunter sind. Ja? Wenn ich so einen kleinen, sag mal, so einen kleinen flachen Bauch habe mit ja, durchschimmernden Sixpack, dann ist klar, dass da nichts nach vorne steht. Aber wenn guck mal, jetzt ist beim Posen ist schon ein bisschen Wasser rausgelaufen. Jetzt wird die Brust schon ein bisschen streifiger. Ja. Ja. Wir müssen noch die Zange sprechen. Lass mal sehen, was die sagt. Ja. Und können uns dann überlegen, was wir bis zur FIBO machen. Also du bist auch so ein Typ, der ist von den Beinen her relativ zeitig fertig. Ja. Viele sind ja, die Beine kommen ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss, bei mir sind die Beine schon früher fertig. Ja, da sind halt so Streifen, ne? Und die Beine, die sind schön tief. Ja? Ja. Halt kein,
kein Riesenhuf. Von der Seite bist du, hast du ein Ausladen, also einen riesen Beuger hinten dran. Das hier, ne? Das ja? fehlt. Ja, dir fehlt die Ausladende. Und das hier fehlt auch? Ja. Der Beuger nee, da, auch. Du, da ist ganz ordentlich dran. Ne? Also von der Seite sieht das ganz ordentlich aus, das Bein. Ja, ein bisschen Pferdeschenkel ja? ist doch von der Seite. Aber eben von vorne ist der, wirkt ja. das, weil du so einen massiven Oberkörper hast. Dein Oberkörper und dein Unterkörper, die passen nicht zueinander. Das höre ich natürlich gerne als Bodybuilder, der auf Symmetrie steht. Ja. Super. Finde ich gut. Hast du noch irgendwas, um mich aufzubauen? Du wolltest es wissen, aber ich denke mal, du weißt es ja selbst. Ja. Ja, ich weiß ja auch, wo meine Schwächen sind. Ja. Ja, also. Wenn ihr übrigens den Birk besuchen wollt auf der FIBO, kommt ihr mal am NAC-Stand vorbei. Das müsste auch in der FIBO-Powerhalle sein. Ja. Ich persönlich werde bei Smilodogs anzutreffen sein. Ich sage euch gleich nochmal, welchen Stand. Am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 und 15 bis 18 oder Open End, weil ich bin auf jeden Fall bis zum Schluss da. Am Donnerstag, Freitag wissen wir noch nicht, werden wir euch auf jeden Fall in den Videos weiterhin mitteilen. Wir gucken jetzt erstmal, was die Zange sagt. Komm, Birki. Ja. Gut, wirklich gut gearbeitet. Oh, Dankeschön. Ja, wirklich, wirklich. Also in den Wochen ist richtig was passiert. Aber du musst mehr üben, deine Hüfte nach hinten zu schieben. Nachher, wenn die Luft raus ist, ja, dann ist zwar da kein Wasser mehr drin, aber die Falten, ja, genau. Die Haut ist ja da. Und die hängt dann runter. Das ist echt ein Problem. Ja, du musst üben, die Hüfte einfach nach hinten. Ja. Ja. Sieht ein bisschen schwul aus, aber so musst du stehen. Also sollte es zu einem Wettkampf kommen, werde ich deine Posing-Beratung noch in Anspruch nehmen. Ja. Wir können ja mal so ein Video machen. Machen wir. Ja, da mal so ein Posing-Video. Ja. Mal so ein Mädel oder ein machen wir mal. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr ein Posing-Video sehen wollt oder ein Posing-Training mit Birk und mir. Vielleicht haben wir noch irgendeinen Special-Guest ein. Vielleicht auch mit zwei Mädels. Ja, Mädels immer sehr gut. Ja. Wirklich. Ja, wirklich, jetzt ernsthaft, weil die Mädels, ja, die denken, die stellen sich da auf die Bühne, ziehen sich ein Bikini an. So einfach richtig schwer. Ich habe so eine hübsche Mädels hier und die laufen wie eine Krücke. Ja, die können immer richtig laufen mit ihren Schuhen. Also das ist unglaublich. Die wissen nicht, wie sie ihre Hüfte einsetzen, wie ihre Schultern eingesetzt wird. Ja, das wird beim Laufen. Ja. Also schreibt in die Kommentare, Hashtag Posing-Training mit Birk und mehr mit Birk. So, jetzt komm, lass uns die Zange sprechen lassen. Wollen wir mal sehen hier, was uns das Programm hier erzählt mit meiner schlauen Zange. Ja? Ihr wolltet ja mal wissen. Ja. Ihr wolltet ja mal wissen. Oder eigentlich wollt ihr das ja wissen. Weil ich weiß nicht, wie wichtig das für Johannes ist. Für mich ist es nicht wichtig. Nee. Für mich ist das Spiegel wichtig. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, bestätigt zu bekommen, in Zahlen, dass es vorangeht, in Anführungsstrichen. Ich bin jetzt mal ehrlich zu euch. Was schätzt du, wie schwer war ich heute? Was schätzt du? Beim letzten Mal hatte ich noch 131 und am Anfang hatte ich 138,8. Was schätzt du, wie schwer ich heute war? 25? 29,3. 129,3 Kilo immer noch. Sehr gut. Ich sag mal so, nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Ein Profi mit 129 Kilo ja. sieht unglaublich aus. Ich war jetzt in Amerika, da habe ich den Jean-Pierre Fuchs getroffen. Ja. Ja, ein Schweizer Bodybuilder, damals, als es losging mit diesen riesen Massemonstern, ja. Markus Rühl und Doin Yates und so, ja. War auch einer davon. Ja, ein Monster. Hab ihn gefragt, du, sag mal, was war denn dein höchstes Gewicht auf der Meisterschaft, das er jemals hatte? 128 Kilo. Mhm. Das ist immer überlegen. Ja, Jean-Pierre Fuchs, das war ein Berg. Ja. Wahnsinn. Ja. Tja, und da stehe ich hier mit 129. Ich habe auch schon mit 120 Kilo auf der Bühne gestanden, aber sah mega scheiße aus. Da war ich voller Wasser auf der Berliner Meisterschaft, weiß ich noch. War Katastrophe, von weiter weg sah es gut aus, aber je näher du rankamst, desto mehr hat es gerauscht. So, jetzt komm, hau mal ran. Hier, wo fangen meine Arme? Ne? Arm. Wir fangen an, am Trizeps. Ja. So. Alles klar. Becky. Also alle Leute, die mich sehen, ne, live sehen, sagen immer wieder, Johannes, du bist live so viel krasser. Ja, du, ich sag nicht, dass du nicht krass bist, um Gottes Willen. Nee. Ach, was ist krass? Ist ja scheißegal. Okay. Du kriegst ja nicht mehr fast hier. Verdammt. Okay. Aua. Aua! Ja, ah, ich rum hier, Lumpschi. Okay.
Ja. Wisst ihr noch, wie viel ich beim letzten Mal hatte? 12,1. Also wenn es jetzt zum Beispiel mehr sein sollte, dann ist das, dann macht das schon was mit einem, ne? Gut, so ein paar Millimeter. Aber es ist halt geil. Es wäre jetzt schön, wenn man zusätzlich noch in Zahlen bestätigt bekommen würde. Aber ich sehe schon, also alleine schon von den Einzelmessungen sieht man schon, dass der... Also die einzelnen Hautfalten sind angeblich dünner. Jetzt? Im Rücken bist du wirklich so ein dickes Wasserschwein, da ist Wasser drin, weniger wie beim letzten Mal, na klar, aber so, das geht als letztes raus. Ja, ja, klar. Okay. Die Spannung steigt, Trommelwirbel. Ist das eine 10? 10,4. 10,4! Also, wir haben es jetzt nochmal bestätigt in Zahlenform und das unterstreicht das gute Gefühl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich völlig anders eingeschätzt irgendwie. Ich bin selber sehr unzufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Ich bin bewusst schwer geblieben oder unterbewusst. Ich war zwischendurch krank. Ich habe viel weniger trainiert als sonst. Ich habe viel weniger trainiert als sonst, ohne Scheiß, aber ich bin stärker geworden. Also liegt wahrscheinlich auch an dieser Schlafproblematik, aber ich schwöre, mit weniger Training mehr erreicht, einfach weil ich mich besser erholt habe. Lass das nicht so im Raum stehen, dann hören die alle auf zu trainieren. Ja. Und denken, Johannes wird im Schlaf muskulös. Ja. Nee, so ist es nicht. Nee, also ich habe einfach vorher zu viel trainiert, das ist das Ding, weißt du? Vorher zu viel trainiert oder nicht ausreichend mich erholt. Und das war das Problem in der ganzen Geschichte. Du kannst trainieren, wie du willst, wie ein Weltmeister, aber wenn du nicht adaptierst, dann wird es halt nichts. Ne? Ist halt so. Also für die FIBO kannst du abliefern. Für den Wettkampf machen wir drei Wochen noch länger und dann lieferst du da ab. Ja. Okay. Ja, das du, schauen wir uns mal an. Ich sag mal, wenn du wirklich dich mit 121, 122 Kilo knüppeltrocken, weil ich kenne dich, wie du knüppeltrocken warst, da hast du zwar nicht mehr gewogen, weil du ja ganz dünn warst, ja. Aber jetzt, denke ich mal, wirst du ja Muskulatur mit auf die Bühne nehmen. Aber und trotzdem, dann bin ich ja 10 Kilo schwerer als beim letzten Wettkampf. Das kann, also sorry, aber das wäre ja... Ja, ist ja nicht hingezaubert. Wenn du 10 Kilo schwerer bist, ist 10 Kilo schwerer. In anderthalb Jahren, ich kann aber auf meinem Level nochmal 10, also ich weiß es nicht. Ich mache jetzt nochmal 3 Wochen ein bisschen Diät. Also die richtigen Haferflocken gekauft. Die richtigen. Ich mache jetzt 3 Wochen Diät und dann schauen wir mal, wie das Gewicht runtergeht. Und dann werde ich vor der FIBO nochmal ordentlich aufladen und hoffentlich ein gutes Paket bringen, weil ich persönlich bin noch unzufrieden. Aber so ist es mit der verschobenen Selbstwahrnehmung, ne? So, meine Lieben, ich habe noch wertvolle Informationen. Zum Ersten, ich bin definitiv bei SmileDocs am Stand, du beim NRC. Ich bin an der Halle 10.1 am Stand F49, also gleich neben FitTaste ist da auch. Ich denke, ihr solltet mich nicht übersehen. Da, wo die vielen Leute stehen und alle am Feiern sind, da sind wir am Stand von SmileDocs. Ist das die Halle unten? Ich weiß es gar nicht. 10.1 ist oben und ich weiß es nicht. Die Zuschauer werden sich sicherlich informieren. Ich bin auch in der Halle 10, oben in der Halle. Ja, was ist das für eine Nummer? Hashtag Team SmileDocs. Wir machen das größte Teamfoto, was es jemals gab, das FIBO-Foto. Da haben wir so T-Shirts verkauft, aber vielleicht wisst ihr das ja. Das wird richtig, es wird richtig, richtig geil. Und ich freue mich vor allen Dingen schon, mit dem ganzen Team so da zu sein. Ja, wird eine ganz neue Erfahrung. Letztes Jahr um die Zeit war ich ja noch nicht bei SmileDocs und Best Body Nutrition ist leider nicht auf der FIBO, mein Hauptsponsor. Übrigens dürfen wir nicht vergessen, diese Woche noch bis zum 17. eine Riesenaktion. Alle Artikel in der Kategorie Sales bei SmileDocs gibt es mit dem Code Johannes50 bis zu 80% günstiger. Die hauen die das Zeug raus. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch Klamotten zu kriegen sind. Aber es ist auf jeden Fall, ja, also viel günstiger wirst du es nicht mehr kriegen. Also wenn du noch Klamotten von SmileDocs brauchst,
dann bringe ich dir vielleicht welche mit. ich bestelle mal eine 5XL für Birk. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken. Ich denke, wir machen direkt vor der FIBO, also in genau 3 Wochen machen wir nochmal einen Formcheck, um dann zu sehen, habe ich meine FIBO-Form erreicht, kann ich irgendwas verändern? Ja, du nochmal dein Feedback gibst. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer reges Interesse. Vielleicht hat er denn auch schon ein bisschen mehr Farbe dran. Ja, ja, wäre ganz gut, ne? Aber das ist halt für einen Formcheck eigentlich kacke. Aber ich werde auf jeden Fall schon Mittwoch Farbe machen müssen, weil wir fahren ja Mittwoch schon zur FIBO. Deswegen, weil Mittwoch muss ich vorher Farbe machen. Und dann schreiben die Zuschauer alle so, jetzt mit Farbe ist ja gar nicht mehr objektiv, ist ja, kann man ja nicht mehr messen so. Aber ist egal, ich will zu FIBO auf jeden Fall Farbe aufmachen, ne? Oder? Ja, zu FIBO ja. Farbe. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne mit einem Daumen kundtun, Abo nicht vergessen, Glocke nicht vergessen. Schaut euch die anderen Videos mit Birk Luther an. Hast du noch Kapazitäten eigentlich für Athleten, die du betreust, oder ist es schon zu viel geworden? Ah, du, es kommen und gehen halt Athleten. Es sind ja immer saisonbedingt natürlich, dass du dann Abgänger hast und dann kommen wieder neue dazu, klar. Irgendwo habe ich natürlich ein Limit, wo ich sage, das schaffe ich dann nicht mehr, weil ich habe ja auch so eine gewisse Individualität bei der Betreuung. Das ja, ist klar. Das ist das Ding. Ja, also wenn ich dann über so ein Limit rüberkomme. Aber Mensch, kommt einfach rum, fragt, dann werdet ihr ja sehen. Also in der XXXL-Schmiede anrufen. Das muss auch passen. Das muss auch passen. Ja, es muss auch eine Symbiose entstehen. Und sympathisch sein und so, das wäre ein Vorteil. Gerade wenn man einen Wettkampf zusammen macht, dann muss man sich sympathisch sein, zu 100% vertrauen, ansonsten geht es gar nicht. Also finde ich persönlich so. Weil du machst ja schon viel mit durch mit den Leuten und sie mit auf dir. Jeden Fall. Das ist halt so. Also wir sind raus. Tschüssi. Ciao.